Nice. Ich finde es schon ziemlich cool, wenn ich jetzt eine Tunnelvortriebsmaschine aufbaue, dann fange ich bei Null an, mache hier die Werksmontage und am Ende stehe ich davor und sehe halt wirklich, was habe ich gemacht. Morgen, ich bin der Jonas Meyer, bin Azubi im dritten Lehrjahr bei Herrenknecht. Jetzt ist gerade 6 Uhr und ich beginne meine Schicht. So, wir treffen jetzt gleich noch Jürgen und Jan und dann geht's los. Direkt die Kamera rein. Und ich muss dann in die Augen schauen. Dahin, perfekt. Ab und zu kommen die Azubis, je nachdem Durchlauf ist, zu uns, also überwiegend Mechaniker und Mechatroniker. Jonas geht mit Biss dran und ist wissbegierig. Für mich ist wichtig, ich bin ja einer von den älteren Typen, alte Schule, nicht? Dass man einfach das Handwerkliche, das Praktische, dass er das von uns mitnimmt. Die Arbeit an so großen Maschinen und halt ja, dieses handwerkliche Schweißen, Flexen, Brennen und so Zeug, das mache ich halt alles sehr gern. Ich wollte eigentlich davor was ganz anderes machen, wollte Biotechnologie studieren. Aber habe mich dann für eine Ausbildung zum Industriemechaniker hier beworben. Und mich dann eigentlich innerhalb von 2 Tagen gegen Studieren entschieden. Ich finde es schon ziemlich cool. Also man kommt halt rum bei uns. Und gerade dieses Internationale, so hat man jetzt bei uns in der Gegend eigentlich in dem Maßstab kaum. Und es sind halt wirklich auch ja, prestigeträchtige Projekte. Sei es jetzt damals der Gotthard, jetzt steht demnächst noch der Brennerbasistunnel an. Das sind dann halt auch wirklich Projekte, wo halt auch viele Leute dann kennen. Na, Sali. Und, alles klar? Na ja, und selber? Ja. Jonas war gleich von Anfang an sehr offen und ehrlich. Ja, sein Anschreiben, seine Art, sein Typ Mensch. Da haben wir gedacht, der passt zu uns, der muss zu uns her. Ich heiße Matthias Vogel, ich bin Ausbilder für die Industriemechaniker. Wir haben 12 verschiedene Ausbildungsberufe und dazu 14 Ausbilder. Und davon sind 12 Ausbilder in Vollzeit. Hier in der Lehrwerkstatt sind meist die gewerblichen Auszubildenden. Konstruktionsmechaniker, Zerspannungsmechaniker, die Elektroniker, die Mechatroniker. Und das Beste kommt zum Schluss, die Industriemechaniker. Also ich habe zu Hause beim Papa ganz viele Sachen gemacht, Elektronik, Mechanik. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich will nicht nur in eine Richtung gehen, sondern würde gerne Mechatronikerin werden. Man versteht sich hier gut und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil am Ende vom Tag, wenn du was nicht verstanden hast, wird dir geholfen und die Meister und Azubis haben einen guten Zusammenhalt. Ja, also ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben. Für mich persönlich ist Herrenknecht ein guter Arbeitgeber. Vom Betriebsklima hier finde ich sehr angenehm. Und man hätte halt auch viele Möglichkeiten, sich in verschiedene Richtungen weiterzuentwickeln. Ja, im Handwerklichen, sei einfach, da liegt die Zukunft. Ja, die Leute sind gesucht und deshalb kann ich nur dafür sprechen, Herrenknecht, das ist produktnahe Ausbildung, berufsübergreifend, man kann überall reinschnuppern. Man hat die Möglichkeit, auf Baustelle zu gehen. Da sind wir einfach einzigartig.